Ja, kurz gesagt, vieles von dem, was da im Gesetz steht, ist nicht machbar. Und man sollte wissen, wo investiere ich gerade und kann und will ich mir das Ganze leisten. Gibt es da schon Berechnungen? Weil da würden ja de facto auch viele alte Gebäude ja wertlos werden, oder? Sehe ich das falsch? Herzlich willkommen zu einer neuen und extrem wichtigen und spannenden Folge. Marc spricht mit heute Kai Warnecke, nämlich Präsident von Haus und Grund. Herr Warnecke, wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Herr Friedrich. Sie waren zuletzt bei Anne Will und es war ja sehr spannend, so bin ich auch auf Sie gekommen. Es ging natürlich um den Heizungshammer, wie es die Bild-Zeitung sagt, um Wärmepumpen etc. Kurze Frage, bauen Sie sich eine Wärmepumpe rein in Ihre Immobilie? Das will ich für die Zukunft nicht ausschließen. Derzeit habe ich eine Gastherme mit Solarthermie und die Kombination ist zurzeit sowohl ökologisch nicht schlecht als auch ökonomisch. Ja. Was ist denn Ihr Resümee zu der Entscheidung der Politik, der Regierung, jetzt hier mit einer Art Brechstange sozusagen die Heizungswende zu vollziehen? Ja, kurz gesagt, vieles von dem, was da im Gesetz steht, ist nicht machbar. Da gibt es technische Herausforderungen, die noch nicht gelöst sind, Stichwort Gasetagenheizung. Da gibt es wirtschaftliche Herausforderungen, weil es für den einen oder anderen Immobilieneigentümer schlicht nicht bezahlbar sein wird, insbesondere wenn die Immobilie im ländlichen Raum gelegen ist. Und da gibt es dann natürlich auch noch die Tatsache, dass der zweite oder der dritte Schritt vielmehr vor dem ersten und dem zweiten gemacht wird. Das heißt, die Vorbereitungen sind überhaupt noch nicht abgeschlossen. Und das bedeutet für die absolute Überzahl aller privaten Eigentümerinnen und Eigentümern, so wie jetzt geplant, wird es nicht funktionieren. Hat sich denn die Politik da irgendwie verrannt oder hat man alles übers Knie gebrochen, um schnell irgendwie Ergebnisse vorzuzeigen? Oder was ist Ihr Fazit daraus? Weil es wirkt ein bisschen gestrickt mit der heißen Nadel und ein bisschen unüberlegt und chaotisch, weil es geht hin und her und immer wieder was Neues und dann doch hier wieder was anderes. Was ist da Ihre Meinung? Ich glaube, wir sehen jetzt hier einen Gesetzentwurf, der im stillen Kämmerlein entwickelt worden ist, ohne Rücksprache mit den Beteiligten. Wir wissen ja, dass der zuständige Staatssekretär, der Herr Greichen ist, der sich jetzt mit dem Gesetz ein Stück weit auch, ich würde sagen, einen Lebenstraum erfüllen kann. Das, was er über Jahre und Jahrzehnte sozusagen als Lösung für die Wärmeversorgung in Deutschland erdacht hat, möchte er jetzt von heute auf morgen umsetzen. Und im Verfahren rund um die Beteiligung waren natürlich eher die üblichen Verdächtigen in dem Bereich angesprochen, aber nicht die Interessenverbände, die ja auch, ich sag mal, mittlerweile so ein negatives Image bekommen haben, auch durch die Politik. Dabei ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, gerade bei einem so komplexen Thema, natürlich nicht nur die Energieversorger, sondern auch die Netzbetreiber und natürlich die Eigentümerinnen und Eigentümer mit einzubeziehen. Das alles ist nicht geschehen. Auch bei der sehr, sehr kurzen Stellungnahmefrist, die wir gegenüber dem Ministerium bekommen haben als Verbände, hat sich hinterher am Gesetzentwurf überhaupt nichts geändert. Das heißt, alle diejenigen, die eigentlich ein bisschen Fachwissen haben, wurden nicht gehört. Sind denn die Ziele überhaupt erreichbar? Also wir wissen ja, wir haben Fachkräftemangel. Es fehlen, glaube ich, in Deutschland ca. 60.000 Heizungsinstallateure. Wir haben in den letzten Jahren auch gestörte Lieferketten. Wir sehen, dass es ziemlich lange Wartezeiten gibt auf Wärmepumpen. Parallel natürlich die Kosten, die Sie erwähnt haben. Also man ging ja von Kosten aus von 200 Milliarden. Jetzt kamen sogar 600 Milliarden irgendwie ins Spiel. Also sind die Ziele sehr ambitioniert oder glauben Sie, dass man die tatsächlich erreichen könnte? Also die Ziele sind sehr ambitioniert. Ich glaube, man kann auch, wenn man als Ziel jetzt die Klimaneutralität des Gebäudebestandes sieht, einen guten Teil davon erreichen. Aber mit dem Weg, den Robert Habeck und Patrick Greichen jetzt hier vorgeschlagen haben, wird man ihn sicherlich nicht erreichen können. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Schlicht und ergreifend deswegen, weil wir in der jetzigen Situation direkt jeden einzelnen Schritt, den wir gehen, perfekt gehen müssen. Sonst schaffen wir es nicht. Und dieses Gesetz löst nichts weiter als Chaos aus. Das geht ja schon damit los, dass ja vom Gesetzgeber selbst die Standardvariante ist, wenn man nicht auf Anhieb die richtige Heizung hat, baut man halt innerhalb von 2 oder 3 Jahren eine zweite nochmal ein. Das ist ja eine unglaubliche Ressourcenverschwendung, wenn man nicht von Beginn an das Richtige macht, sondern Zwischenschritte geht. Und weil das Gesetz so vorsieht, denke ich, werden wir es mit dem Weg nicht schaffen.
Bekommen Sie jetzt zuletzt viele Anfragen von Mitgliedern, E-Mails, Anrufe, die besorgt sind? Also was ist es eine Massenmail, die Sie da bekommen? Ist es sozusagen auf einmal ganz akut oder ist es eher noch ruhig draußen? Oder wie ist da die Resonanz der Mitglieder und der Eigentümer? Nein, also die Resonanz ist enorm. Das letzte halbe Jahr war ohnehin von einem starken, ja, von einer starken Anfragewelle geprägt in den fast 900.000 Grundvereinen. Das lag an der Grundsteuer. Auch die ist ja definitiv weit mehr schlecht als recht umgesetzt worden. Und jetzt kommt mit diesem Gebäudeenergiegesetz eine absolute Verunsicherung auf die Menschen zu. Denn die banale Frage lautet ja, was soll ich machen? Und auf diese Frage kann ja letztlich derzeit noch nicht mal der Experte Antwort geben. Es wäre ja sinnvoll, das ist auch unsere Empfehlung, einen individuellen Sanierungsfahrplan für ein Gebäude auf den Weg zu bringen. Die können übrigens auch gefördert werden, Fördermittel von der KfW. Man kann also ein bisschen Steuergeld, wenn man so möchte, mal wieder zurückbekommen. Das geht bis zu 80%. Und dann hat man eine genaue Auflistung, in welchen Schritten man die eigene Immobilie Stück für Stück energetisch modernisiert. Aber auch ein solcher Sanierungsfahrplan benötigt natürlich erstmal die Feststellung der Basiskennwerte. Und das bedeutet ganz konkret, dass auch ein Energieberater wissen muss, mit welcher Energie das Gebäude in Zukunft versorgt wird. Und weil dieses Grundwissen letztlich nicht vorhanden ist, sondern nur in Ausnahmen vorhanden ist, tun sich auch Energieberater schwer zu sagen, was man dann machen soll. Und mit diesem, ich sag mal, Fehlen an Informationen kommt es zu Verunsicherungen, zu Nachfragen. Wir sagen derzeit immer erstmal, wenn möglich, Energiefahrplan besorgen und abwarten, denn ohne die Klärung der Frage, welche Energie die Immobilie später haben wird, kann man eigentlich gar nichts machen. Weiß man denn jetzt schon, wie hoch die Einsparungen sein werden bezüglich also Temperaturauswirkungen auf das Klima, wenn wir wirklich diesen Plan erreichen? Gibt es da denn vom Ministerium irgendwelche Zahlen? Also werden wir dann das Weltklima um 1,5% Grad, vielmehr, Entschuldigung, 1,5 Grad irgendwie reduzieren oder wie hoch ist da der Anteil? Das ist jetzt bei den Auswirkungen auf das Klima eine Frage, die ich tatsächlich nicht beantworten kann. Das liegt jenseits meines Kenntnisstandes, was ich Ihnen Sie nicht, Herr Warnecke, natürlich nicht, aber ich hoffe, das Ministerium um Habeck, Greichen und Co. Deswegen machen wir das Ganze ja, denke ich, oder? Ja, das ist richtig. Also die sagen zumindest, dass der Anteil des Gebäudebestandes, und da stimmen wir endlich überein, so bei 12, 13% am CO2-Ausstoß in Deutschland liegt, also für das Wohnen. Das ist schon mal sehr wichtig, weil die deutsche Industrie immer gerne diese 40% rausgeworfen hat, was allerdings Zahlen waren, die so ein bisschen von dem CO2-Ausstoß der deutschen Industrie ablenken sollten. Also 12, 13% also CO2-Ausstoßanteil der Wohngebäude, das ist eine. Global betrachtet sind das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 0,003% des CO2-Ausstoßes. Ich glaube, wenn man sagt, wir wollen den verringern, dann ist es natürlich richtig, wenn man in allen Bereichen beginnt. Ich sage Ihnen aber auch ganz ehrlich, ich halte Wohnen, das warme Dach über dem Kopf, warm Wasser für derart elementar für Menschen, dass man in diesem Bereich am behutsamsten vorgehen muss, denn das warme Dach als elementare Lebensgrundlage, denke ich, muss man anders behandeln als ein Wochenendflugreise nach Mallorca. Und vor dem Hintergrund sollte man bei diesem Weg jetzt hier behutsam vorgehen und die Bürgerinnen und Bürger allesamt mitnehmen. Ja, vor allem ist ja für viele auch die Immobilie, die Eigennutzimmobilie, die Altersvorsorge. Und ich denke mal, viele können sich das auch gar nicht leisten, auf einmal mit 50, 100 oder vielleicht sogar mehr Hunderttausenden von Euro konfrontiert zu werden und die irgendwie von der hohen Kante zu bezahlen. Aber was mich jetzt erschüttert, ist natürlich die Auswirkung 0,003%. Ich meine, da geben wir jetzt anscheinend 600 Milliarden aus. Wenn man dann wirklich die 1,5 Grad erreichen möchte, dann müssten wir ja dann wahrscheinlich Trillionen, Billionen ausgeben, weltweit, global. Und momentan sind wir ja der Vorreiter. Also, das klingt für mich jetzt ein. Da darf ich kurz einhaken. Ganz so schlimm ist es nicht. Das ist nämlich der Unterschied zum Gebäudesektor, weil natürlich die Einsparung nicht überall gleich hoch ist. Das ist übrigens das Faszinierende an der Idee des CO2-Preises, weil der ja, wenn er über alle Sektoren hinweg pauschal gleich gelten würde,
dazu führen würde, dass man den CO2-Ausstoß dort zunächst reduziert, wo es am günstigsten Ja, ist, klar. und sich die teuersten Elemente erst zum Schluss vornimmt. Und das geschieht jetzt durch das Gebäudeenergiegesetz. Nicht im Gegenteil, der konterkuriert natürlich auch noch den CO2-Preis, der dann auch noch fehlerhaft eingeführt worden ist, weil es ihn zwar gibt, aber die Erstattung im Staatshaushalt landet und nicht bei den Bürgerinnen und Bürgern. Also insofern, ich würde sagen, diese Summe von 600 Milliarden, ich halte sie übrigens noch für zu niedrig, sage ich auch ganz ehrlich, Was schätzen Sie, wenn ich fragen ist, darf? wir gehen eher vom Doppelten bis zum Dreifachen dieser Summe aus für den Gebäudebestand in Deutschland. Aber das ist natürlich auch der teuerste Teil, schlicht und ergreifend, weil wir ja faktisch den gesamten Gebäudebestand Deutschlands komplett energieneutral umbauen müssen. Und das ist eine Mammutaufgabe. Wir haben ja in Deutschland 41 Millionen Haushalte. Haben Sie da Zahlen, wie viel davon überhaupt geeignet sind für Wärmepumpen und wie viel nicht? Und auch was so dann die Kosten sein könnten? Also trifft es den einen härteren, den anderen eher nicht so schwer? Genau, also da ist eigentlich von bis alles möglich. Das hängt nämlich immer am jeweiligen Gebäude. Also vielleicht zwei Beispiele. Natürlich können Sie den Deutschen Bundestag mit einer Wärmepumpe beheizen, aber der hat ja jetzt gerade gesagt, können wir leider noch nicht, das kriegen wir technisch nicht hin, es bleibt bei Öl und Gas. Das sind ganz moderne Gebäude, die sind gerade mal 20 Jahre alt, die ganzen Bundestagsbauten da drumherum. Und trotzdem schafft man es nicht, diese mit einer Wärmepumpe zu betreiben. Ich denke, das sagt alles. Auf der anderen Seite, wenn man mal durch eine ja, kleinere, mittlere oder größere Stadt fährt und sich so eine Reihenhaussiedlung anguckt, egal ob die nun 20 oder 30 Jahre alt ist, man wird sehen, dass die Reihenhäuser mittlerweile alle ganz unterschiedlich aussehen. Und zwar nicht nur von der Farbe des Gebäudes her, sondern da sind Dämmungen aufgebracht worden, Fenster verändert worden, Dächer, Gauben eingebaut worden. Man sieht also, dass sich im Laufe schon von 2 oder 3 Jahrzehnten die Gebäude ganz unterschiedlich entwickeln. Und das ist sozusagen der Stand, von dem aus wir jetzt modernisieren müssen. Und deswegen ist der Einbau einer Wärmepumpe für manche Gebäude lediglich in Höhe der Kosten für die Wärmepumpe erforderlich. Und das muss man dazu sagen, die jetzt angekündigte Förderung würde dann natürlich dazu führen, dass es nur ein bisschen teurer ist als eine ursprüngliche Gastherme. Aber für viele Gebäude wird es weit, weit teurer sein. Gerade im Einfamilienbausbereich bei älteren Gebäuden gehen wir aufgrund der Änderung der Heizkörper, die erfolgen müssen, der Heizkreisläufe, Tausch von Fenstern, Dämmung von Dach und Fassaden davon aus, dass es bei vielen Objekten eine sechsstellige Summe ist. Und da kommen wir dann wieder zu dem, was Sie sagten. Für viele Menschen ist das Eigenheim die private Altersvorsorge. Das zeigen ja auch die Vermögensaufstellungen, dass da, wenn man einen Einfamilienhaushalt hat, nicht gleich daneben an noch ein Konto mit nochmal 200.000 Euro zur Verfügung steht, sondern das Haus ist das Vermögen. Und wenn man dieses Haus verkaufen muss, um in ein Altenheim zu ziehen, um die Pflege finanzieren zu können, und dann auf einmal statt 200.000 Euro wie geplant oder 250.000 Euro nur 100.000 Euro erhält, dann hat man definitiv ein Problem mit der Altersvorsorge. Also das wird für viele, viele Menschen ein massiver Einschnitt sein, wenn es so kommt. Und deswegen zu Recht auch die Unruhe bei den Bürgerinnen und Bürgern. Jetzt sagen Sie, wenn es so kommt, gibt es noch eine Chance, dass es vielleicht doch nicht eintritt? Naja, also bisher haben wir einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Wir haben, was sehr seltsam ist, das sage ich auch ganz ehrlich, diese Protokollerklärung zum Kabinettsbeschluss der FDP. Und wir haben, glaube ich, allmählich ein steigendes Verständnis nicht nur in der FDP, sondern auch innerhalb der SPD, dass das, was man dort vorschlägt, so wie es jetzt konkret ist, für viele Menschen eine Überforderung darstellt. Insofern, wenn ich auch schon lange nicht mehr an dieses Strucksche Gesetz glaube, dass ein Gesetz nie so in den Bundestag oder nie so rauskommt, wie es reingegangen ist. Das war früher mal so. Die letzten ja, zwei Legislaturperioden mit Angela Merkel haben das Gesetz eigentlich umgekehrt. Das ist dann wahrscheinlich das Merkelsche Gesetz, was man vorher im Koalitionsausschuss beschossen hat, geht eins zu eins durch den Bundestag. Aber da habe ich diesmal wirklich die Hoffnung, dass wir eher zu dem Strucksche Gesetz zurückkehren und nicht diese Merkelschen Verhältnisse weiterhaben, dass das Gesetz wirklich direkt durch den Bundestag durchläuft. Noch kurz eine Zahl. Wie viele Gebäude in Deutschland wären denn absolut geeignet, aktuell ohne große Sanierungsmaßnahmen, um eine Wärmepumpe einzubauen? Wissen Sie das ungefähr?
Da kann ich Ihnen leider so jetzt aus dem Sprung keinen Kopf geben. Man kann grob sagen, es sind alle die Gebäude, die Niedertemperatur geeignet sind. Das sind zumindest die Gebäude, das kann man grob sagen, die nach der Jahrtausendwende im Einfamilien-Zweifamilienhausbereich gebaut worden sind. Sicherlich auch viele im Mehrfamilienhausbereich. Allein da braucht man dann eben ziemliche Batterien an Wärmepumpen. Da hat man eher ein Platz- und ein Aufstellungsproblem. Ja. Das dürfte aber vom Gesamtgebäudebestand her eher in dem Bereich um die 10% liegen, sodass 90% nicht sofort und ohne weitere Maßnahmen Wärmepumpen geeignet sind. Ja, genau. Also ich habe auch in Vorbereitung zu unserem Gespräch natürlich geschaut. Durchschnittliche Alter der Immobilien in Deutschland ist tatsächlich über 50 Jahre. Also wir haben viel Altbau. Natürlich gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wurde natürlich extrem viel gebaut, ne? Und wir kennen ja viele auch Behörden, Rathäuser, Gebäude, die halt aus den 60er, 70er noch sind oder auch Turnhallen. Also da wird es natürlich dann spannend. Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass da auch, also es kam jetzt parallel die Sache heraus mit der Familie Greichen, die ja sehr verwurzelt ist im Wirtschaftsministerium. Möchte ich es mal diplomatisch ausdrücken, dass die auch eine interessante Vorgeschichte haben mit Agora, dass da auch vielleicht Interessenskonflikte sein könnten. Und Sie haben gesagt, es ist der persönliche Traum von Patrick Greichen, das durchzusetzen. Da gibt es auch interessante Geldgeber im Hintergrund. Erwarten Sie, dass wir genauso wie bei den Masken, also da gab es ja Maskendeals, Wärmepumpendeals vielleicht haben in der Politik? Also, ich habe zumindest keine konkreten Anhaltspunkte, dass dem so ist. Dazu muss man natürlich auch sehen, dass das sicherlich eine völlig andere Liga wäre als der spontane Einkauf von ein paar Masken, die im Cent-Bereich sind und wo man gerade zu der Pandemiezeit etwas machen musste. Aber man sieht natürlich jetzt schon, auch mit Blick auf die Firma Viessmann, dass da Bewegung drin ist. Viessmann hat ja sein Heizspatenteil verkauft, weil die eben davon ausgehen, dass sie in diesem Bereich nicht in der Lage sind, konkurrenzfähig global zu agieren und deswegen mit einem der Marktführer im Bereich der Wärmepumpen zusammengegangen sind. Und das, was bisher sozusagen die Cash-Cow von Viessmann war, wenig Zukunftsperspektive hat. Also die Wirtschaft überlegt schon genau, wie sie auf diese Umstellung reagieren soll. Ob dann da im Hintergrund Geschäfte sind, weiß ich nicht. Das wäre jetzt wirklich Spekulation. Da macht dann der ein oder andere Journalist nochmal nacharbeiten, ob da was ist. Ich habe zumindest bisher aus meinem persönlichen Kennen von Patrick Reichen den Eindruck, dass er tatsächlich dort als ja, voll auf die Umwelt fixierter Mensch unterwegs ist. So habe ich ihn kennengelernt. Insofern würde ich das jetzt eher ihn als 100% Klimaschutz einsortieren. Aber wahrscheinlich auch tatsächlich mit Interessenskonflikten, wenn man da die Verflechtungen sieht, und da kommt ja einiges in den letzten Tagen heraus, auch das vielleicht kein Zufall, wer weiß. Aber jetzt die Frage natürlich, ist denn die Wärmepumpe wirklich die eierlegende Wollmilchsau? Also ist das die Lösung, auf die wir jetzt Jahrzehnte gewartet haben? Weil diese Technik gibt es ja schon lange, hat jeder zu Hause schon seit Jahrzehnten, nämlich im Kühlschrank zum Beispiel. Wie sehen Sie das vom Verband Haus und Grund? Ja, die Frage lässt sich eben wieder pauschal für den Gebäudebestand nicht beantworten. Also, vorweggenommen vielleicht, eine Wärmepumpe ist per se kann eine sehr effiziente Maßnahme für das Heizen sein, kann sein, das ist bewusst so gewählt von mir. Setzt natürlich voraus, dass sie eingebaut ist in einem Gebäude, das für diese Wärmepumpe geeignet ist. Und das ist eigentlich der springende Punkt bei einer Wärmepumpe. Wenn das Gebäude für die Wärmepumpe nicht geeignet ist, gibt es ein Problem. Und das hängt im Wesentlichen natürlich damit zusammen, wie die Außentemperatur aussieht. Das ist also zum einen eine geografische Frage, zum anderen eine Frage, wie die Gebäudehülle konstruiert worden ist. Und aus den beiden, ja, aus den beiden Aspekten gibt sich eigentlich nur die Antwort auf die Frage. Und deswegen werden wir es sehen, dass es Bereiche gibt, wo wir diese Wärmepumpe sehr gut einsetzen können. Aber es wird eben auch Gebäude geben, wo sie dann ineffizient ist, also auch nicht ökologisch ist, weil der zusätzliche Strom, den eine Wärmepumpe braucht, ja letztlich
eine sehr ineffiziente Maßnahme ist. Das Ganze funktioniert bei einer Wärmepumpe, wenn sie selbst nicht ausreichend Wärme produzieren kann, so, dass wie bei einem Teekocher Wasser einfach durch so einen kleinen Heizstab erhitzt wird. Und das ist also wesentlich ineffizienter bei der Energieausnutzung als eine moderne Gastherme ist. Und dann kommt da eben auch eine Wärmepumpe an ihre Grenzen. Insofern, klares kommt drauf an. Jetzt hatten Sie schon interessanterweise die Traditionsfirma Viessmann erwähnt. Robert Habeck hat ja gesagt, dass die politischen Entscheidungen nichts mit dem Verkauf zu tun haben. Dem würde ich deutlich widersprechen, weil natürlich diese Energiepolitik der letzten Jahre, dieses Hin und Her, denke ich mal, dazu gesorgt haben, in der Familie zu überlegen, wie stellt man sich auf? Möchte man jetzt hier expandieren? Möchte man weiter Geld investieren? Man hat ja in Polen eine Fabrik schon gebaut. Böse Zungen behaupten auch, dass vielleicht die Firma Viessmann gar nicht daran glaubt, dass das Wärmepumpengesetz überhaupt durchgeht und man jetzt auf dem Hoch sozusagen zu besten Preisen mit guten Aussichten die Anteile verkauft hat. Wir werden sehen, wie es sich gedeihen wird. Aber ist es nicht auch eine Gefahr von einer Art Deindustrialisierung oder Wohlstandsverlust, wenn jetzt hier fremde Firmen deutsche Traditionsunternehmen aufkaufen? Das ist ja genau das, wovor ja viele gewarnt haben, auch im Zuge der Energiewende, Energiepolitik, dass dann die Unternehmen wie jetzt BASF, Linde, die ja schon angedeutet haben, weniger zu investieren, dass dann auch insgesamt der Standort Deutschland gefährdet wird, weil ohne diese großen Unternehmen vielleicht auch weniger Immobilien gekauft werden und wir weniger Wohlstand haben. Ja, das scheint eine Gefahr zu sein, mit der wir jetzt akut rechnen müssen. Ich meine, das scheint auch Robert Habeck so zu sehen, denn er hat ja nun vor wenigen Tagen den Vorschlag gemacht, einen Industriestrompreisdeckel mit auf den Weg zu bringen, weil er offensichtlich genau sieht, dass durch die hohen Strompreise, die wir derzeit haben, die Industrie ihre Standorte aus Deutschland weg in andere Länder verlegt. Das ist also tatsächlich eine begründete Gefahr. Ich denke auch bei Viessmann wird das tatsächlich auch motiviert sein, aus dem globalen Klimaschutzdenken her. So wie ich das Ganze verstanden habe, ist es eben so, dass Viessmann zwar gute Technologie auch im Bereich Wärmepumpen hat, aber aufgrund der Produktionskosten in Europa jetzt im Vergleich zu Asien davon ausgeht, dass sie bei diesem, ich sag mal, technisch eher banalen Instrument nicht in der Lage ist, über den Preis einen großen Marktanteil zu bekommen. Das heißt, dieses Massenprodukt nicht gut auf den Markt bringen kann und eben jetzt gerade ein gutes Geschäft mit den überragend guten Kesseln, Brennkesseln machen kann und das in Zukunft eben nicht mehr machen wird. Insofern scheint mir die Entscheidung eigentlich logisch zu sein, weil man merkt, also das, wovon das Unternehmen eigentlich lebt, hat weniger Zukunft und auf dem Massenmarkt der Realität, ich glaube, stellen wir uns ja schon auch in anderen Bereichen der Industrie, ist Deutschland aufgrund der hohen, ich will nicht sagen Lohnkosten, das ist ja nicht alles, sondern der hohen Produktionskosten am Standort Deutschland nicht wettbewerbsfähig. Und insofern, wenn ich das zum Beispiel jetzt auch bei Mercedes-Benz richtig verstanden habe, die kleineren Autotypen A-Klasse, B-Klasse werden gar nicht mehr produziert. Die werden aus dem Segment rausgenommen, weil die Gewinnmargen gering sind und die Produktionskosten vergleichsweise hoch. Und dort geht man eben auch in diesen Luxusbereich hinein, wo man noch hohe Gewinnmargen hat, wo man als deutscher Produzent aufgrund der Produktionskosten noch in der Lage ist, einen Wettbewerbsvorteil global zu sehen. Und das ist eben etwas, was sich hier an verschiedenen Stellen jetzt deutlich wird. Und ich bin jetzt kein Experte für die gesamte deutsche Volkswirtschaft, aber eins ist klar, die Immobilien konnten sich viele Menschen in diesem Land, gerade wenn man jetzt an Südwestdeutschland denkt, auch deswegen leisten, weil Löhne und Gehälter im internationalen, auch westeuropäischen, oder osteuropäischen Vergleich sehr hoch waren. Und wir deswegen global betrachtet eben Wohlstand in diesem Land hatten. Und das nivelliert sich jetzt allmählich. Und das wird im Zweifel dazu führen, dass eben sich, und das erleben wir auch schon, viele Menschen aus der Mittelschicht tatsächlich derzeit kein Eigentum leisten können. Ja, das stimmt schon. Seit Jahren sind ja die Preise am Steigen durch die Notenbankpolitik der EZB und Preise haben sich ja in den letzten 10, 15 Jahren verdoppelt, verdreifacht. Also
Ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, in Stuttgart oder München oder auch Hamburg, da kann sich selbst ein Gutverdiener keine Immobilie mehr leisten, außer er verschuldet sich bis zur Halskrause und dann muss er aber 120 werden wahrscheinlich, um das abzubezahlen. Jetzt haben Sie aber einen interessanten Punkt gebracht, Herr Warnecke, nämlich, dass man jetzt sogar überlegt, Industriestrom zu deckeln. Das heißt, auf der einen Seite hat jetzt die Politik durch die Abschaltung der Atomkraftwerke eigentlich den Energiemarkt durcheinander gewürfelt und verengt. Ne? Aussage war ja auch, dass wir jetzt 15 Millionen Tonnen mehr CO2 in die Luft pumpen. Also Klimaschutz war wohl nicht das Ziel Nummer eins. Da möchte ich mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen, sondern vielleicht auch wieder dogmatisch verblendete Ideologie, die wir aber zahlen müssen. Und auf der anderen Seite spielt man sich dann als die Feuerwehr auf, nachdem man den Brand gelegt hat und sagt, ach übrigens, wir haben Angst vor Abwanderung, vor Deindustrialisierung, vor dem ja die Experten gewarnt haben, dass sowas passieren wird. Siehe Linde, siehe BASF und weitere kleine Unternehmen, die sagen, wir gehen lieber ins Ausland, wo wir Versorgungssicherheit haben und auch vielleicht subventionierten Strompreis haben oder günstige Kohle und so weiter. Und jetzt möchte man mit Steuergeldern den Preis deckeln. Das ist doch Planwirtschaft, das ist doch Sozialismus. Also das hat doch noch nie funktioniert. Das sind ja wieder Milliardenkosten, wenn man auf einmal sagen würde, BASF in Ludwigshafen oder Daimler hier, wir geben euch Geld, um das auszugleichen, damit ihr wettbewerbsfähig seid. Das ist doch wohl die Quadratur des Kreises, oder? Ja, also wo das hinlaufen soll, ist mir auch absolut unklar. Das kann nicht funktionieren. Man sieht auch den Schlingerkurs der Regierung bei dem Ganzen. Wenn man zurückdenkt, wir haben ja zunächst einmal über die letzten Winter lauter Stromspartipps von der Bundesregierung bekommen, die mich eher so an so die Tipps meiner Mutter oder meiner Großmutter erinnert. Mach mal Lampe aus, dusch weniger und ähnliches. Dann sind wir gut durch den Winter durchgekommen. Dann haben wir die drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Das heißt, wir haben jetzt weniger Strom. Der Preis wird nach oben gehen. Wir setzen jetzt alles auf Strom. Das heißt, sowohl die Autos sollen strombetrieben sein, als auch die Gebäude. Jetzt haben wir überwiegend Gebäude mit Wärmepumpen versorgt, bei denen das von der Gebäudehülle her auch geht. Das heißt, die brauchen wenig Strom. Je weiter wir das jetzt ausrollen, desto mehr Gebäude kommen hinzu, die im Winter mehr Strom benötigen, weil sie eben von der Gebäudehülle her schlechter sind. Das heißt, der Stromverbrauch muss infolge dieser Politik nach oben gehen. Und das wird bedeuten, der Strompreis geht nach oben. Wenn dann auch noch der Industriestrompreis gedeckelt ist, ist eigentlich nur zwei, also sind eigentlich nur zwei Sachen denkbar. Nämlich erstens, dass der Strompreis für die Verbraucherinnen und Verbraucher stark steigen wird, damit er dann insgesamt noch plus minus null für die Versorger ausgeht. Oder aber, dass der Staat tatsächlich Geld investieren muss. Und dann sind wir wieder beim Steuerzahler, der dann mit seinen Steuern den Strompreis finanzieren muss. Also egal, wie man das dreht und wendet, ich sehe nicht, dass Strom billiger wird. Also auch gerade die Thesen von Frau Göring-Eckardt, den will ich hier an der Stelle klar und deutlich widersprechen. Ja. Strom wird nicht billiger, wenn man Atomkraftwerke ausschaltet und Atomstrom verstopft auch keine Stromleitungen. Wir werden es sehen, dass Strom teurer wird und das wird auch für viele Menschen wieder eine massive Belastung darstellen, denn die Haushaltseinkommen reichen dann irgendwann dafür auch nicht mehr aus. Ja, wir sehen leider Fachkräftemangel, auch in der Politik offensichtlich. Ne? Die Kompetenz, die Koryphäen kann man mal in Frage stellen. Welche Note würden Sie denn der Ampel momentan geben? Also ich gebe der Ampel gerade noch eine 5-. Das wäre wohl auch okay. Alles andere wäre vielleicht jetzt zu hart. Ich denke, dass der Bundeskanzler jetzt die Chance hat, diesen Irrweg aufzuhalten und zu korrigieren und einen vernünftigen Weg für die Energiewende im Gebäudebestand einzuschalten. Das erwarte ich ehrlich gesagt auch vom Bundeskanzler, insbesondere wenn eine Partei geäußerte Zweifel hat, eine zweite Partei von den dreien zumindest heimliche Zweifel. Da muss man einmal gucken, ob das so weitergehen kann. Ich merke, dass die Menschen Sorgen haben, wie es weitergehen kann, weil das warme Dach über dem Kopf elementar ist. Und ich glaube, diese Sorgen sollte man aufgreifen. Die sind auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern die liegen eben an dieser Tatsache, dass man gar nicht weiß, wie das Ganze überhaupt funktionieren soll. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass sowohl Wolfgang Schmidt im Kanzleramt als auch Olaf Scholz sich hier nochmal zusammensetzen. Das sind jetzt eigentlich zwei sehr nüchterne und pragmatische Persönlichkeiten und gucken, funktioniert das so, wie das jetzt aus dem Bundeswirtschaftsministerium kommt. Und wenn wir da nochmal einen Kurswechsel haben, auch mit einem klaren Signal der Bundesregierung hinein in den Deutschen Bundestag, stimmt,
wir wollen das nochmal geändert haben, dann kann es auch nochmal zu einem Kurswechsel kommen und dann kann es mit der Ampel auch nochmal wieder Bäche aufgehen. Ja, Ihre Worte hoffentlich in Gottes Ohren. Es ist wirklich ein Desaster und wir sehen ja auch, ich befürchte sogar, wenn das wirklich so voranschreiten sollte, sehe ich sogar den sozialen Frieden in Gefahr. Da muss man nur mal gucken, gut, wir sind jetzt nicht die Franzosen, aber was da gerade los ist, nur wegen Rentenerhöhung um 2 Jahre von 62 auf 64, davon können wir in Deutschland ja nur träumen. Wir reden schon über die 70, aber das ist ein komplett anderes Thema. Aber jetzt hatten wir ja davor auch schon was ganz Spannendes, nämlich wir hatten ja auch, da waren Sie wahrscheinlich auch sehr beschäftigt, den Zensus im Immobilienbereich als auch die Grundsteuerreform. Und beides ist natürlich, wie leider erwartet, relativ chaotisch verlaufen, ne? Also beim Zensus war es ja so, dass selbst die Bundesregierung ihre eigenen Liegenschaften nicht rechtzeitig abgegeben hat, was ja auch wieder eigentlich ein Affront gegenüber dem Bürger war, weil wir wurden ja genötigt, schnell, schnell alles auszufüllen und wurden noch mit Strafen gedroht. Und bei der Grundsteuer ist es dann doch für viele teurer als erwartet. Was war da Ihre Erfahrung und wie sehen Sie die beiden Vorhaben der Regierung? Ja, letztlich ist es natürlich so, vom Grundsatz her ab und zu mal einen Zensus zu haben, richtig. Nur dann hat man Planungssicherheit und kann zum Beispiel so etwas wie die Energiewende im Gebäudebestand voranbringen. Grundsteuer ist eine von zwei Einnahmequellen jeder Stadt und jeder Gemeinde. Die Bürgerinnen und Bürger möchten ein funktionierendes Gemeinwesen haben. Auch da muss man sinnvoll rangehen. Und jetzt sind wir wieder an derselben Stelle. Hätte man alles gut und richtig und einfach machen können, hat man aber nicht. Und das ist der Punkt. Allein schon die Tatsache, dass man einen Zensus, der ungefähr alle 20 Jahre stattfindet, und die neue Grundsteuerbewertung, auf die wir eigentlich seit 50, 60 Jahren warten, tatsächlich innerhalb eines Jahres durchführt, zeigt, dass die linke Hand bei der Regierung nicht weiß, was die rechte tut. Das hätte man entweder vernünftig miteinander koppeln können oder man hätte gesagt, wir lassen mal 2 Jahre Pause zwischen den beiden Dingen. So, der Zensus ist sicherlich, ich habe mich da selber mal durchgeklickt, in der Art und Weise, wie er gestaltet worden ist, schon gar nicht so schlecht. Allerdings sind da Fragen auch wieder gestellt worden von absoluten Experten, die ein Jahrzehnt lang diese Fragebögen vorbereitet haben und dabei einen Beamtendeutsch und mit Verwaltungsbegriffen verwendet haben, wo viele dann auch gesagt haben, Entschuldigung, ich weiß es nicht mehr und ich klicke mich jetzt hier einfach durch und ich kann es nachvollziehen. Also wenn man nicht in der Lage ist, nach einem Jahrzehnt die Dinge so zu formulieren, dass jeder Eigentümer, jede Eigentümerin die versteht, dann kann man den Damen und Herren in der Behörde auch nicht mehr helfen. Und ähnlich ist es bei der Grundsteuer. Bei der Grundsteuer haben wir erlebt, dass sich der Bund mehr oder minder im Finanzministerium, egal wer da gerade Minister war, über 3 Jahrzehnte auf eine Grundsteuerreform vorbereitet hat. Und jetzt sitzen da Menschen, die es vielleicht nicht böse meinen, die aber 3 Jahrzehnte lang immer wieder neue Ideen rausbaldowert haben, wie man noch ein bisschen mehr und hier und da und dort. Das Ergebnis ist dann ein System, das in seiner Komplexität, so zumindest der von Haus und Grund und dem Untersteuerzahler beauftragte Gutachter Professor Kirchhoff, verfassungswidrig ist, weil die Dinge, die da zusammengebaut worden sind, nicht mehr den Rahmenbedingungen unseres Grundgesetzes entsprechen. Das geht schon damit los, dass ja im Prinzip auf Basis einer Ermächtigungsgrundlage im Grundgesetz gearbeitet worden ist, die gar nicht mehr in Kraft ist. Da gab es zwischenzeitlich eine andere, aber man hat halt 30 Jahre lang dran rumgearbeitet. Dann hat man einfach auch so weitergemacht. Und da sind eben auch einzelne Elemente in dem Gesetz drin, die also schon vom Bauchgefühl her so nicht passen können. Ein Klassiker sind eben die Bodenrichtwerte. Ich will hier nicht auf die Gutachterausschüsse, die das auf den Weg bringen, meckern oder auf die da einschlagen. Gutachterausschüsse und Bodenrichtwerte sind für was völlig anderes gemacht worden als für eine Grundsteuererhebung. Und sie werden jetzt einfach für eine Grundsteuererhebung herangezogen, ohne dass es eine bundesweite Regelung gibt, wie man einen solchen Bodenrichtwert ermittelt.
Es ist ja auch nur noch ein Richtwert. Und dieser Richtwert soll auf einmal die Höhe einer Steuer bestimmen. Und das, obwohl dieser Bodenrichtwert nicht justiziabel ist. Also, um es mal klar zu sagen, man kann sich nicht vor Gericht gegen die Höhe des Bodenrichtwertes wehren. War auch bisher gar nicht nötig, bis man darauf völlig unnötigerweise eine Grundsteuer aufgebaut hat. Also insofern, ich gehe tatsächlich davon aus, da lehne ich mich auch mal ein bisschen aus dem Fenster, dass dieses Grundsteuergesetz des Bundesmodells das Verfassungsgericht nicht wird überleben können. Das ist interessant. Also Sie als Verband gehen auch dagegen vor? Ja, selbstverständlich. Wir haben verschiedene Musterklagen ausgewählt, die aufgrund des Gutachtens aus unserer Sicht am auffälligsten sind. Wir erleben derzeit allerdings, dass die Finanzverwaltung das Ganze blockiert. Das kann sie nämlich, indem sie keine Einspruchsbescheide erlässt. Und erst wenn man einen solchen Einspruchsbescheid hat, kann man tatsächlich eine Klage erheben. Dadurch, dass sie diese Einspruchsbescheide nicht erlassen, fehlt sozusagen das Recht, zum Gericht hinzugehen. Aber sobald wir für die passenden Fälle Einspruchsbescheide in der Hand haben, werden wir uns auf den Weg machen und dann zwar und dann eben nicht nur durch die erste Instanz, sondern bis hin nach Karlsruhe. Sehr gut. Das kann schon Hoffnung machen dem Zuschauer, dem Eigentumbesitzer, vor allem dem Schwaben, dem Häuslebauer. Ne? Ich bin ja Schwabe, dahingehend geht mir gerade das Herz auf, wenn ich das höre natürlich, weil auch mich erreichen natürlich viele Anfragen und besorgte Bürger, die sich einfach Gedanken machen. Oftmals auch sehen ja viele diesen Zensus auch als eine Art vielleicht eventuelle Grundlage für eine Art Immobilienabgabe, Vermögensabgabe. Sehen Sie das auch? Sagen wir mal so, die Rahmenbedingungen, die in das Gesetz hineingelegt wurden, sehen natürlich eine Wertabhängigkeit der Immobilie vor. Aus meiner Sicht ist der primäre Grund dafür gewesen, dass man gesagt hat, wir machen uns das zunutze, um mehr Steuereinnahmen zu generieren. Denn wenn der Wert der Immobilie steigt und alle 7 Jahre erneuert werden muss, kann man oder hat man automatisch eine steigende Grundsteuer, ohne dass der Stadtrat oder der Gemeinderat explizit dafür eine Anhebung des Hebesatzes beschließen muss. Man hat also eine automatisierte Steuererhöhung und das war das primäre Ziel. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, je mehr man dahin geht und den Wert ansetzt, desto mehr kommt es einer Vermögensbesteuerung gleich und dann hätte man früher oder später auch die Gelegenheit zu sagen, also wir ziehen jetzt hier eine Vermögensbesteuerung durch. Auf der Gegenseite, und das muss man auch erwähnen, haben wir eine sehr hohe Steuerlast in Deutschland. Wir sind eigentlich auch, wenn man diesen Halbteilungsgrundsatz des Bundesverfassungsgerichtes noch sieht, das heißt, es muss mindestens Hälfte Hälfte sein, da sind wir bei denjenigen, die den Höchststeuersatz bezahlen und dann noch einkaufen gehen und Mehrwertsteuer bezahlen, schon längst darüber hinaus. Das heißt, viel mehr geht eigentlich gar nicht. Und vor allen Dingen bei einer Vermögensbesteuerung wäre es obendrein noch so, dass es ja dann nicht nur darum geht, die Leute, die man angeblich erwischen will, die paar ganz Reichen zu erwischen, die haben ihr Vermögen ohnehin längst im Ausland, sondern man muss ja alle Vermögen bewerten. Das heißt, alle Bundesbürger, alle Bundesbürgerinnen müssen eine solche Erklärung ausfüllen und das ist schon wieder ein Aufwand, der sich nicht ansatzweise mit den geringen Erträgen rechtfertigt. Ja gut, aber Scholz hat ja mal gesagt, es gibt keine roten Linien mehr, dahingehend mal gucken. In der Vergangenheit wurde der Deutsche ja im letzten Jahrhundert schon zweimal herangezogen über die Hauszinssteuer als auch über den Schuldenlastenausgleich und wir wissen ja, wenn die Staaten mit dem Rücken zur Wand stehen, wie zum Beispiel in Italien oder auch in Griechenland, wird zuallererst natürlich die Immobilie herangezogen, weil die kann man nicht irgendwie über die Grenze tragen oder im Garten vergraben oder verstecken vor den gierigen Politikern sozusagen, muss man ja schon fast sagen. Aber jetzt, was natürlich auch interessant ist, ist natürlich die Grundsteuerreform, ja der Tag, der Buchungstag, der Werttag, die Wertstellung der Immobilie ist ja der 1.1.2022. Das war ja wirklich, wenn man jetzt so in Retrospektive schaut, eigentlich der Höhepunkt der Bewertung der deutschen Immobilien, weil es war vor der Inflationswelle, es war vor dem Ukraine-Krieg, es war vor diesen ganzen Gesetzen. Hatte man da ein glückliches Händchen? Also war das Zufall oder hat man das so vielleicht sogar bewusst gemacht, weil man wusste, okay, jetzt kommen diese Immobilienbewertung oder man kann ja schon sagen, Immobilienblase in manchen Regionen, dass man jetzt den Höhepunkt abschöpft und auch hier in Baden-Württemberg zum Beispiel auch keine Einsprüche zulässt, weil da muss, glaube ich, 30% muss es variieren, um überhaupt dann vors Gericht ziehen zu können. Wie ist da Ihre Erfahrung, Meinung? Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, man könnte das meinen, dass das Absicht ist, aber ganz ehrlich, so viele seherische Fähigkeiten traue ich den Damen und Herren in der Bundesfinanzverwaltung nicht zu.
Deswegen, das scheint glückliches aus Sicht der Bundesregierung ein glücklicher Zufall gewesen zu sein. Das haben die nicht hinbekommen können. Okay, Ganz gut. ehrlich, mein Ja, Eindruck. nee, sehe ich auch so, hoffe ich ja mal, dass es so ist und dass man es auch wieder anpasst, falls die Immobilienpreise wieder purzeln. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, weil es passiert nicht nur in Deutschland etwas im Immobilienbereich, sondern natürlich auch in der EU. Und da hatten wir jetzt das Fit for 55-Gesetz, also das Energiesanierungsgesetz, glaube ich, heißt es. Da werden ja dann praktisch der Energiepass der Gebäude ausgegeben. Welche Gefahr droht denn da den Immobilienbesitzern in Deutschland? Das ist ebenfalls noch eine ganz spannende Sache. Es waren ja Verhandlungen in Europa, die auch sehr erschütternd waren. Wir müssen zum Verständnis vielleicht dazu sagen, dass die europäische Politik sehr stark geprägt ist, erstens von den Interessen der nationalen Regierungen und zweitens von der Industrie. Die Industrie hat es geschafft, weil es ja im Wesentlichen in Brüssel darum geht, einen gemeinsamen Binnenmarkt herzustellen, die Politik dort massiv zu beeinflussen. Und das ist jetzt wieder stark geschehen. Das liegt auch eben daran, weil bei dieser Debatte über die Gebäuderichtlinie sich eine kleine Gruppe von Ländern gefunden hat, nämlich Frankreich, Deutschland, die Benelux-Staaten, Irland und Dänemark, die gesagt haben, wir müssen da jetzt einfach mal voranbringen, wir brauchen 100% Klimaschutz. Die wiederum haben die Kommission unter Druck gesetzt und gesagt, ihr müsst jetzt mal das Maximale rausholen. Und das Europaparlament hat dem auch durch ordentlichen Druck der Industrie dann zugestimmt. Dazu muss man sagen, es war im Europaparlament so, dass zum Beispiel die SPD dem Ganzen voll und ganz zugestimmt hat. Die FDP hat dagegen gestimmt. Bei der CDU-CSU war es so ein bisschen gespalten. Jetzt ist es so, dass sowohl die Bundesbauministerin von der SPD als auch der Justizminister von der FDP sagen, wenn wir das, was da jetzt auf dem Tisch liegt, in Deutschland umsetzen müssten, würde das zu einem verfassungswidrigen Gesetz führen. Das heißt, bei der SPD hat hier schon ein klares Umdenken stattgefunden, dass es so eigentlich nicht gehen kann, obwohl die SPD-Abgeordneten im Europaparlament dem Ganzen zugestimmt haben. Wir sind jetzt in der Schlussphase, wo Kommission, Europaparlament und der Rat, wo die nationalen Regierungen drin sind, das Paket zumachen. Das soll wahrscheinlich während der spanischen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte geschehen. Die spanische Regierung, eine sozialistische Regierung, ist sehr dafür, dieses Paket zu schnüren und diese Maßnahmen so wie jetzt auf dem Tisch liegend umzusetzen. Allerdings befinden die sich auch im Wahlkampf, das Ende des Jahreswahl in Spanien. Insofern ist da noch viel Bewegung drin. Von den Aussagen von Herrn Minister Buschmann und Ministerin Geiwitz gehe ich aber davon aus, dass die deutsche Bundesregierung nicht mehr so weiter verhandelt wie bisher, auch wenn Verhandlungsführer eben Robert Habeck ist. Das heißt, hier wird spannend sein zu beobachten, ob er sich jetzt ja an die neue Koalitionslinie hält oder ob er seinen Weg weitergeht. Kleine interessante Fußnote. In seinen Gesetzentwurf zum Gebäudeenergiegesetz hat er in das Vorwort auf die erste Seite gleich nochmal geschrieben, wir gehen den ambitionierten Weg in Europa bei diesen Mindestanforderungen weiter und hat so getan, als hätte es die Stimmen von Frau Geiwitz und Herrn Buschmann nicht gegeben. Aus meiner Sicht auch noch ein Knackpunkt und eine Sollbruchstelle vielleicht für die Koalition. Und wenn dieses Fit for 55 sozusagen durchgewunken werden würde, gibt es da schon Berechnungen, wie viele Haushalte trifft es? Was sind das für Mehrkosten? Ist es überhaupt machbar? Weil da würden ja de facto auch viele alte Gebäude ja wertlos werden, oder? Sehe ich das falsch? Es würde hart in die Richtung gehen und es ist vor allen Dingen ein Konzept, das völlig losgelöst von den deutschen Vorgaben zur Heizung steht. Der Ansatz lautet auch hier, die Gebäude so zu dämmen, dass völlig unabhängig von der Heizung de facto alle Gebäude auf dem höchsten Dämmstand sind. Für viele Be Gebäude bedeutet das, wenn das so käme, dass sie de facto keinen Wert mehr hätten. Dabei braucht man ja diese völlige Dämmung, dieses Passivhaus eigentlich nicht, wenn man schon eine Heizung hat, die eben mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Und hier wäre es wichtig, einen ordentlichen Mittelweg zu finden zwischen der Wahl der Heizung und der richtigen Dämmung. Und das muss mit einem
einem individuellen Sanierungsfahrplan eigentlich bei jedem Gebäude bestehen, dass jetzt der Plan ist, 100% Erneuerbare beim Heizen aus deutschem Recht und 100% Dämmung aus europäischem Recht. Das ist gar nicht nötig, weil dann hätte man vollgedämmte Häuser mit erneuerbaren Energien. Macht eigentlich wirtschaftlich keinen Sinn. Hier muss eine Verzahnung stattfinden und deswegen sollte die Bundesregierung auch alles daran tun, das noch zu entschärfen, sodass es zu den deutschen Vorgaben, die dann noch zur Heizung sicherlich in irgendeiner Weise kommen werden, passt. Und wahrscheinlich Hauptleidende wäre wahrscheinlich dann tatsächlich Nordeuropa oder Deutschland wegen dem Klima, weil ich meine, die Südländer haben ja ein milderes Klima und dahingehend hätten die ja weniger Probleme, diese Ziele zu erreichen, auch bezüglich, die müssten weniger machen, weniger dämmen, weil es einfach ein besseres Klima ist. Oder sehe ich das falsch, dass man da sozusagen ein Privileg oder einen Vorteil hat durch die geografische Lage? Nein, im Grundsatz sehen Sie das erstmal richtig, weil natürlich das, ich sag mal, das Dämmerfordernis bei einem Haus, das überwiegend in einer warmen Region oder einer warmen Region steht, wo es nur wenige kalte Tage gibt, geringer sind als bei einem Haus, das in Norwegen oder Schweden steht. Und in Deutschland ist man irgendwo so dazwischen. Wir haben eben manchmal sehr heiße Sommer, aber auch sehr kalte Winter können dabei sein. Wir müssen eigentlich für alles gewappnet sein. Letztlich ist es aber so, dass die europäische Kommission dem ein wenig ausweichen wollte und die Neuklassifizierung der Gebäude auf nationaler Ebene vorsieht. Das ist aber jetzt auch erstmal eine Ungerechtigkeit zu Lasten der Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer hier in Deutschland, weil nämlich nicht mehr maßgeblich ist, was sind die 10 oder 20% schlechtesten Gebäude in Europa, sondern es wird eben gesagt, wir gucken das nur nationalstaatsweit, also was sind die 10 oder 20% schlechtesten Gebäude in Deutschland. Jetzt kommt es also nur darauf an, dass man besser ist mit seinem Gebäude als der Nachbar, sonst schlägt der Sanierungszwang zu, so zumindest der Plan. Aber da habe ich noch Hoffnung, dass es nicht so kommt, wie es jetzt vorgesehen ist. Ja, gut, jetzt haben wir gesehen, letzten Jahre waren turbulent für den Immobilienbesitzer. Wir haben den Heizungshammer, Wärmepumpe, Zensus, Grundsteuerreform, jetzt sogar noch eventuell Fit for 55 durch die EU. Sind es nicht alles Faktoren, Rezession natürlich noch, Inflation dazu, sind es nicht auch irgendwie Faktoren, die wahrscheinlich jetzt Immobilienpreise eher bröckeln lassen? Also haben Sie als Experte, sehen Sie das Ende des Immobilienbooms in Deutschland? Wir sehen ja schon die ersten Tendenzen meiner Ansicht nach, in Frankfurt, glaube ich, 92% weniger Umsätze, wir sehen weniger Hypothekenkredite und so weiter. Also wie ist da Ihr Ausblick als Verband? Ich glaube, man muss zwei Seiten unterscheiden. Also erstens bin ich voll und ganz bei Ihnen. Wir sehen derzeit stark rückläufige Bauzahlen. Wir sehen auch rückläufige Kaufpreise. Das ist sicherlich primär auch abhängig davon, gerade im Wohnbereich, dass die Zinsen so hoch sind. Die Kombination aus der derzeitigen noch vorhandenen Preishöhe mit den Zinsen führt dazu, wie Sie es ja auch schon gesagt haben, dass die Mittelschicht eigentlich gar nicht mehr in der Lage ist, sich Immobilieneigentum zu kaufen. Hier werden wir also tatsächlich Korrekturen nach unten erleben, Korrekturen dessen, was in den letzten Jahren da war. Wir werden zum Zweiten sehen, dass im ländlichen Raum, wo die Nachfrage gering ist, natürlich die Modernisierungspflichten auch nochmal auf den Preis draufdrücken. Das ist ganz klar. Wir wissen, dass ungefähr 80% der Immobilien, die von jungen Familien gekauft werden, gebrauchte Einfamilienhäuser sind oder gebrauchte Wohnungen. Junge Familien können nur logischerweise, weil man viel Ausgaben hat, bis zu einem gewissen Grad finanzieren und die müssen halt in die Finanzierung auch die eventuell nach diesen gerade besprochenen Gesetzen erforderlichen Modernisierungen einpreisen. Die können also gar nicht mehr so viel bezahlen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass viele Menschen, das sind immer so knapp 80%, den Traum von den eigenen vier Wänden haben, auch Einfamilienhaus, auch Eigentumswohnungen zählen dazu. Das heißt, man möchte in die eigenen vier Wände hinein. Und solange dieser Traum da ist, werden sich auch viele Menschen Mühe geben, sich den zu erfüllen. Das wird dann hoffentlich in ein paar Jahren, in ein, zwei, drei Jahren wieder möglich sein. Ich
wage keine Prognose, wo die Zinsen jetzt hinmarschieren werden. Weiter steigen können sie ja eigentlich nicht so richtig, denn sonst bekommen die südeuropäischen Staaten ein riesiges Problem. Also bewegen uns eher, Die Banken bekommen auch ein Riesenproblem, wie die man ja Banken sieht. bekommen Ja. auch ein Problem. Wir bewegen uns also eher in Richtung einer höheren Inflation, vermutlich. Also, wie gesagt, ich bin da auch in dem Bereich jetzt kein Experte, was die EZB macht, aber das bedeutet, dass die Menschen auch wieder eine Chance haben werden, sich Immobilien zu leisten. Und wenn das tatsächlich der Traum ist, werden sich die Menschen das auch leisten. Insofern, die Bedingungen werden andere sein, aber man soll seinen Traum nicht aufgeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Absolut, my home is my castle und der Mensch will seit jeher eigentlich archaisch bedingt eine Höhle, ein Dach über dem Kopf und was Warmes zum Essen und da wird er auch nicht dran rütteln lassen und ich denke mal, die Preise werden definitiv in Zukunft günstiger werden. Mein Tipp nach wie vor, auch habe ich auch in vielen Büchern geschrieben, ich würde auch den Erwerb einer Erstimmobilie, vor allem auch für Familien, dahingehend unterstützen, subventionieren, indem man einfach die Grunderwerbsteuer streicht für die erste Immobilie. Das wäre auf jeden Fall zielführend, weil teilweise 6%, da muss schon irgendwie ein normaler Haushalt 10 Jahre lang sparen, um das allein zu bezahlen. Das heißt, wenn man wirklich Eigentum, wenn man Betongold auch für die Altersvorsorge langfristig unterstützen möchte als Staat, als Regierung, als Politik, dann sollte man da den Ersterwerbern auf jeden Fall unter die Arme greifen, weil wir sind eigentlich statistisch gesehen ärmer als Italien, Frankreich und Spanien. Da haben wir viel höhere Eigentumsquoten und wir wissen, die Immobilie war bis dato immer eine Art Garant für eine sichere Altersvorsorge, dass man einfach keine Miete zahlen muss. Das ist ein Riesenkostenblock, der wegfällt. Das sollte man auf jeden Fall aktiv werden und deswegen ist ja die Arbeit auch vom Verband Haus und Grund so wichtig. Meine letzte Frage an Sie, Herr Warnecke: Würden Sie momentan, ich denke, ich glaube, hat sich schon fast erübrigt, aber würden Sie jetzt momentan, wenn Sie das Vermögen hätten oder das Geld hätten, eine Immobilie in Deutschland kaufen, mit den Aussichten, mit dem Chaos, den wir da gerade erleben, von der Ampelregierung? Es kommt drauf an. Reicht Das mir. kommt auf die persönliche Finanzlage an, es kommt auf die Immobilie an. Man sollte es definitiv nicht übers Knie brechen, sondern man sollte wissen, wo investiere ich gerade, welche Folgeinvestitionen stehen bei der konkreten Immobilie an und kann und will ich mir das Ganze leisten. Wenn man das alles geklärt hat und sagt, ja, das ist es und das kann ich auch bezahlen, dann kann man sich in Deutschland auch jetzt eine Immobilie kaufen. Da habe ich keine Bedenken. Allein wird es für die meisten so sein, dass sie sagen, Moment, ich finde gerade nicht die richtige, die Folgekosten kann ich mir nicht leisten oder es ist insgesamt noch zu teuer. Aber ich glaube, mit ein bisschen Geduld und Warten wird das Ganze schon gehen. Ich muss sehen, früher haben die Menschen zum Teil 8% Darlehenszins bezahlt, dann natürlich für geringere Kaufpreise. Das muss sich jetzt wieder aneinander anpassen und angleichen. Wie gesagt, wir sehen den Traum bei den Menschen, wir unterstützen das. Ich bin 100% bei Ihnen. Bei der selbstgenutzten Immobilie dürfte es eigentlich keine Grunderwerbsteuer geben, schon gar nicht in der Höhe, den die meisten Bundesländer da aufrufen als Steuerhebesatz. Aber wenn man das ein bisschen versucht und vor allen Dingen die Städte auch wieder dahin übergehen, dieses Bauland, das sie ausweisen, nicht nur an Großinvestoren zu vergeben, das passiert nämlich zu 99,9%, sondern sagen, wir parzellieren. Wir erschließen, wir bauen die Schule und ihr dürft dann, liebe Bürgerinnen und Bürger, dort eure Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser bauen. Dann hätte man auch einen großen Schritt gemacht, damit die Globalisierung der deutschen Immobilienwirtschaft nicht weitergeht. Insofern ist es fast schon meine inständige Hoffnung, dass mehr Bürgerinnen und Bürger es schaffen, hier Immobilieneigentum zu erwerben. Und dann, wenn ich das sagen darf, natürlich vielleicht auch gerne in einen unserer knapp 900 Vereine kommen. Ja, natürlich dürfen Sie das sagen. Ich werde natürlich auch unten Ihre Webseite verlinken. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn wir hier Bürger haben, die finanziell gut ausgestattet sind, dann läuft man auch nicht Gefahr, dass man Altersarmut sieht, dass man sozialen Frieden bewahrt, dass die Demokratie erhalten bleibt und dass auch dann vielleicht ja, extreme Parteien nicht gewählt werden. Und da habe ich auch die Hoffnung, dass vielleicht die nächsten Wahlen vielleicht eine Veränderung wieder durchführen, dass wir wieder andere Parteien an der Macht haben, die vielleicht nicht ganz so dogmatisch verblendet gegen die bürgerlade Politik macht. Das muss ich doch schon sagen, das ist meiner Ansicht nach vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer, den wir da am Ende des Horizonts sehen. Herr Warnecke, ich denke mal, wir werden auf jeden Fall nochmal ein Gespräch führen, spätestens zum Fit for 55-Gesetz, wenn das dann doch durch ist oder wenn wir jetzt Gewissheit haben bezüglich dem Heizungsgesetz, dem Gebäudeenergiegesetz, wie es dann wirklich weitergeht. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg, falls es dann wirklich zum juristischen Streit kommt und ich glaube, viele Zuschauer, viele Bürger auch, weil ich glaube, was ich so höre und spüre, ist,
ist, die Menschen sind tatsächlich verunsichert, fühlen sich ohnmächtig und können sich das Ganze auch gar nicht leisten bei einer hohen Inflation und wirtschaftlichen unsicheren Ausblicken, die wir gerade momentan erleben. Vielen Dank für Ihren Einblick. Das wird, denke ich mal, vielen Menschen geholfen haben, da mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und Ihnen natürlich viel Erfolg und hoffentlich bis bald mal wieder. Sehr gerne, Herr Friedrich, hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich dann auch auf die Fortsetzung dieses Gesprächs zu den weiteren Themen. Gerne, jederzeit.